So, jetzt kommt der nächste Teil. Wir sind hier wieder am Rundenende bzw. Rundenanfang angelangt, haben unsere Runde geschlossen mit der Kettmasche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und häkeln jetzt auch wieder drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen. Dann machen wir genau das gleiche, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir gehen hier wieder in dieses Loch hinein und häkeln dort unsere zwei weiteren Stäbchen, dass wir dort auch wieder eine Muschel haben. Jetzt kommt aber zwischen den zwei Muscheln, machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen immer in den Maschenkopf des mittleren Stäbchens der Muschel der Vorreihe hinein und häkeln dort eine Kettmasche. Kettmasche, keine feste Masche, sondern Kettmasche. Jetzt häkeln wir die nächsten drei Stäbchen wieder hier in dieses Loch. Eins, zwei, drei und jetzt auch wieder hier. Eins, zwei, ne? Also in das zweite Stäbchen beziehungsweise mittlere Stäbchen hier oben in diesem Kopf häkeln wir unsere Kettmasche. Wieder die drei Stäbchen. Ich zeige es jetzt nochmal. Dann kriegen wir das Ganze hier oben an der Hand ein bisschen dichter. Eins. Zwei. Ich hole mal meinen Zwobbel. Und drei. Und jetzt wieder. Ihr müsst euch ein bisschen vorsehen. Manchmal verrutscht dieses erste Köpfchen hier von dem ersten Stäbchen. Rutscht immer hier unter diesen Stäbchen runter. Da müsste man ein bisschen das immer die ziehen, dann sieht man das auch genauer. Eins, zwei in das zweite, dann hier hinein, Arbeitsfaden holen und direkt durch die Masche ziehen. Also Kettmasche. Ihr seht, dadurch werden die Muscheln ein bisschen flacher und wir haben nicht mehr diese Löcher. So, jetzt sind wir wieder am runden Ende und wieder haben wir unsere Muschel. Ich zeige es euch nochmal. Also hier in dieser gleichen Einstichstelle wie die Kettmasche der Vorreihe füllen wir unsere Muschel hier hinein. Das ist jetzt meine letzte Muschel. Dann folgt noch eine Kettmasche hier über das mittlere Stäbchen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche von dem Ersatzstäbchen. Jetzt folgen zum runden Beginn wieder drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen. Wir gehen wieder etwas zurück in die Einstichstelle von unserer zuletzt gehäkelten Kettmasche hinein und häkeln dort unsere neue Muschel. Noch zwei Stäbchen, das Ersatzstäbchen zählt als Stäbchen, dann haben wir ja wieder drei. Dann wieder die Kettmasche und dann folgt die nächste Muschel in die Einstichstelle der Kettmasche von der Vorreihe. Die liegt immer zwischen den zwei Muscheln. Eins, zwei und nochmal drei.
So. Und wieder die Kettmasche. 1, 2. Und dann wieder. Manchmal muss man da ein bisschen gucken, aber eigentlich kann man das ganz einfach finden, wenn man sich daran orientiert, dass hier die Kettmasche ja über dieses mittlere Stäbchen liegt. Da kann man sich ganz gut orientieren. 1. Und 3. Ich mache es noch einmal. Hier die Kettmasche, das dürfte ja kein Problem sein. Und jetzt nochmal die neue Muschel. Also ihr könnt, seht das ja auch, ihr habt hier eine Muschel und hier eine Muschel. Und die neue Muschel liegt ja genau dazwischen. Und da ist auch eure Kettmasche. Seht ihr das? Von der Vorreihe. Und da drunter ist ja ein etwas größeres Loch und da stecht ihr hinein und häkelt da eure Muschel. Das ist ein schönes Muster, weil es ein bisschen dichter ist. Muscheln, aber trotzdem ein bisschen dichter. Und ich denke, für die Stulpen ist es ganz praktisch. Dann hat man warme Hände. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal, wie es komplett aussieht. Also, ihr seht, das Muster ist hier dichter. Dichter als hier unten drunter. Hier haben wir ja diese ganzen Löcher. Und jetzt ziehe ich das Ganze mal an. So, also. Von Ellbogen bis Knöchel. Der Schaft war bei mir 25 cm. Da könnt ihr auch selber bestimmen, wie lange ihr das machen möchtet. Ab da fange ich dann mit dem dichteren Muster an. Und dieses dichtere Muster häkel ich ca. 5 cm hoch. Das ist der zweite Teil. Also das war hier jetzt der erste Teil. Das ist der zweite Teil. Das wird 5 cm hoch gehäkelt. Bis ungefähr zum Beginn von dem Daumenknöchel. Und in dem nächsten Teil arbeiten wir dann das Daumenloch und den Rest bis hier oben hin. Okay. Jetzt habt ihr es gar nicht gesehen. In dem nächsten Teil arbeiten wir das Loch und den Rest bis hier oben hin. Okay, bis dann. Tschüss.